Ja, positiv. Also wir haben jetzt gerade im letzten Viertel gezeigt, was wir drauf haben, haben wirklich eine super Siegesserie gestartet, haben es gegen die Austria nochmal eng gemacht, haben leider Gottes haben sie für sich noch entscheiden können, aber ja, wir haben gezeigt, was wir drauf haben und das wollen wir natürlich gleich von Anfang an in der nächsten Saison umsetzen und ja, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Boah, wo soll ich da anfangen? Also das ist nicht so einfach. Vielleicht einmal bei meinen Eltern, die waren doch wahrscheinlich die wichtigsten Leute bis jetzt in meinem Leben, die mir eben zu dem verholfen haben, was ich jetzt bin. Und ja, wenn ich an das zurückdenke, was meine Mutter damals für mich gemacht hat, wie mit 17 einen Profivertrag unterschrieben habe, also eigentlich mit 16 sogar, und ich noch keinen Führerschein gehabt habe, hat sie 3 Monate lang sie Urlaub genommen und hat mich täglich ins Training geführt. Und ja, gerade meine Eltern habe ich wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Dann kommen natürlich die ganzen Trainer, die Nachwuchs gerade in Ried durchgemacht haben, habe ich wirklich von jedem Trainer was mitnehmen können und ja, dann eigentlich alle Leute, alle Weggefährten, die mich bisher in dieser langen Zeit jetzt schon begleitet haben, ja, möchte auf diesem Weg auch danken. Ja, ich habe einen Master gemacht in Projekt- und Sportmanagement. Ich bin ja in ein Gymnasium gegangen, habe da sehr wenig im wirtschaftlichen Bereich gelernt und mir hat das schon immer interessiert und deswegen habe ich das auch gemacht und ist natürlich gerade beim Fußball sehr schnelllebiges Geschäft. Es kann auch sehr schnell etwas passieren und da ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man nebenbei noch sehr zweites Standbein aufbauen kann und das war sicherlich auch ein Mitgrund, warum ich das gemacht habe. Das sind nicht mehr die Krautfleckerl von meiner Oma. Ich habe es zwar jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber ja, ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Die nächste Gelegenheit ist, glaube ich, bei der Eibl-Stierwascher-Trophy. Da sind wir alle dabei und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Gelegenheit, gegen uns mal zu spielen. Ja, sonst schau einfach mal beim Training vorbei. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Zeit und können wir ein bisschen miteinander ein bisschen spielen. Boah, schwere Frage. Ja, ich bin immer sehr ehrgeizig. Also, das ist auf alle Fälle abseits. Das bin ich auch abseits vom Fußball. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste glaube ich nicht, dass ich jetzt abseits vom Fußball agiere. Also da muss man da immer ein bisschen kompromissbereiter sein. Und ja, im Fußball, da gibt es entweder nur gewinnen oder verlieren. Und da muss man immer alles geben, sonst, ja, sonst macht es auch keinen Spaß. Warum nur Schwester jetzt? Ich habe einen Bruder, also sogar 2 Brüder. Und ja, ich habe noch sehr viel Kontakt natürlich zu meiner Familie. Schau natürlich, dass ich so oft wie möglich noch nach Hause komme. Und ja, ist ja nicht so weit, ist ja nur 1 Stunde von Salzburg. Und deswegen habe ich natürlich immer wieder die Gelegenheit, meine Geschwister zu treffen. Ja, sie ist schwieriger wie in den vergangenen Jahren, sage ich jetzt mal. Von der Auslosung her, wir wissen natürlich noch nicht genau, gegen wen das wir spielen, aber es werden sicher 2 sehr, sehr schwierige Runden werden. Aber ja, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir gerade gegen starke Gegner
super Leistungen gebracht haben. Wir haben wirklich in der Europa League gegen Bilbao, Paris, Lazio, Rom, Villarreal, gegen klanghafte Namen wirklich super Leistungen geboten. Und warum sollte uns das nicht nächstes Jahr wieder gelingen? Ja, ich fände es super, wenn möglichst viele Leute nochmal ins Stadion kommen. Auch wenn es um nichts mehr geht, wir haben den zweiten Platz jetzt, die Austria ist Meister geworden und auch verdient. Trotzdem sind wir noch immer ungeschlagen gegen den heurigen Meister und wollen gerade im letzten Spiel nochmal zeigen, dass wir stärker sind und vor allem im direkten Vergleich. Und ich hoffe, dass nochmal super Stimmung herrschen wird und dann werden wir auch im letzten Spiel nochmal einen Sieg einfahren.